Und hiermit herzlich willkommen zu Let's Play Hamtro Ham Ham Freunde. Ein neues Spielstand wird begonnen und aua. Mein Kopfhörer hatte erst keinen Ton von sich gegeben. Dreht man mal kurz auf und schon. Ladung. Aua, meine Ohren. Ich bin schwer beschäftigt. Hey du, ja du da. Du siehst nicht gerade beschäftigt aus. Tust du mir einen Gefallen? Wie heißt du? Wir heißen ganz klassisch Hamtaro. Ach ja, Hamtaro. Tut mir leid, ich kann mir keinen Namen merken. Würdest du bitte alle Hamhams suchen und sie hierher bringen? Warum? Nun, das ist ein Geheimnis. Aber alle werden Spaß haben. Weißt du, der Hamchat ist die coolste Sprache im Moment. Wenn du auf einen Hamster triffst, musst du das drauf haben. Hicke? Was? Was heißt, du hast keinen blassen Dunst vom Hamchat? Das ist doch der letzte Schrei im Moment. Das weißt du nicht? Nun, dann werde ich dir eine ernste Grundlage... Dann werde ich dir die ersten Grundbegriffe beibringen. Merke sie dir gut. Damit wirst du die Hamhams finden. Komm, gehen wir nach nebenan. Da erkläre ich es dir. Hier gibt es noch viel mehr Platz. Weißt du was? Ich habe vor kurzem etwas ausgegraben. Das möchte ich dir gerne schenken. Geschenke? Du hast ein brandneues Notebook erhalten. Es ist einfach perfekt, um die neuen Wörter des Hamchats darin aufzuschreiben. Also, das funktioniert so. Hamha. Gut, nun sprich es mir nach. Hamha. Du hast ein neues Wort gelernt. Hamha. Okay, ich muss die Enter-Taste drücken. So, sagt man auf neue Art Hallo. Sprich jemanden damit an, wenn du dich mit ihm unterhalten möchtest. Das solltest du dir merken. Aber das ist noch nicht alles. Bautz. Du hast ein neues Wort gelernt. Bautz. Eine Rolle. Setze dieses Wort ein, wenn du auf etwas zurollen möchtest. Damit kannst du außerdem versteckte Items ausspielen und ein paar andere Dinge tun. Ist das cool oder nicht? Hilf, hilf! Boss hat einen Sonnenblumenkern gefunden. Hilf, hilf! Du erhältst 10 Sonnenblumenkerne. Du hast ein neues Wort gelernt. Hiff, hiff. Genau, mit hiff, hiff kannst du bestimmte Dinge entdecken und aufheben. Da drüben. Digidugi. Du hast ein neues Wort gelernt. Digidugi. Und wir haben nichts gefunden. Schlimm, schlimm und gemein. Digidugi, graben. Nun, manchmal gibt es einfach nichts zu entdecken. Digidugi sagen wir, wenn wir graben wollen. Außerdem kannst du damit ins Clubhaus zurückkehren, wenn du ein Ausgangsloch offen gräbst. Als nächstes, ach, das dauert mir zu lange. Gib mal her. Der Tutorial Skipau. Dieses und das, genau, das sieht gut aus. Ich habe einige Basiswörter des Hamchats für dich eingetragen. Nun bist du schon gut gerüstet. Düster bist du auch. Und gerüstet ebenfalls. Nun kennst du die Grundbegriffe des Hamchats. Genau, Hamchats. Das war einmal der Tanzraum, aber dazu später. Nun, du hast dich im Clubhaus bestimmt schon umgeschaut, aber ich zeige dir trotzdem alles nochmal. Komm mit. Hör gut zu.
Hinter dieser Tür befinden sich die Zimmer der Hamhams, mein Gott. Aber im Moment ist niemand da. Du kannst ihre Zimmer nicht betreten, wenn sie nicht da sind. Datenschutz und so. Und Privatsphäre. Naja, wenn du wissen willst, wer von den Hamhams hier ist, musst du auf diese Karte schauen. Durch diese Tür kannst du das Clubhaus verlassen. Das wär's. Ich rechne fest damit, dass du alle Hamhams zurückbringen kannst. Also, see you later, Alligator. Aber ich möchte mich im Clubhaus nochmal kurz umsehen. Okay, oh, guck mal. Hamha. Ich schlafe gar nicht. Oh, ja. Ich habe gehört, dass der Hamster von dem Baum im Eichelschein herunterkommt, wenn du den Baum schüttelst. Den Baum schütteln? Und wie? Hamha! Hey, hast du schon alle gefunden? Bringe sie hierher. Soll ich dir wertvolle Informationen geben? Klaro. Spoiler, Ham. Über wen möchtest du etwas wissen? Bijou. Bijou ist zum Eichelschrein gegangen. Dort gibt es viele Spinnen. Und das, obwohl sie Spinnen nicht aufstehen kann. Ich bin etwas besorgt. Deswegen. Möchtest du noch mehr wissen? Schlagst du Worte im Hauptgebäude des Eichenschreins etwas überprüfen? Es ist schon eine Weile her, dass er weggegangen ist. Ich frage mich, was ihn dort so lange aufhält. Möchtest du noch mehr wissen? Nee, aktuell nicht. Gut, ich arbeite dann mal weiter. Aber wenn du mich brauchst, werde ich dir helfen. Also, viel Erfolg. Okay, ich gehe jetzt nicht weiter, dann gehen wir mal hier rein. Okay, das ist Hamtaro. Und hier, da ist Ratzi und der Boss. Und die ganzen Türen sind noch verschlossen. Ich denke mal, überall wird das gleiche stehen. Ich bin gerade nicht zu Hause. Bitte warte auf mich. Starri, starri. Ah, hier sieht man es auch. Bijou, Muknus, Cappy, Didu, Pashmina, Schlaxo, Yubidu, Duki, Tigali und Diku. Und Panda sowie Iroh. Okay. Dann gehen wir doch schon mal in das erste Gebiet. Den Eichenschrein. Hey du, ja du. Nett dich kennenzulernen. Ich bin ein guter Hamariter. Wusstest du, dass man in der Nähe des Eichenschreins leckere Eiche finden kann? Zu dieser Jahreszeit gibt es leider nicht allzu viele davon. Aber ich frage mich, warum ich diese Erkältung nicht loswerde. Vielleicht hast du die Pollenallergie. Wow. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht so? Okay. Dann gehen wir einmal hier runter. Und dann reden wir nochmal mit ihm. Hamha! Was, du suchst nach dem Hamhams? Ich habe ein Mädchen mit einem Band in den Wald gehen sehen. mir wird ganz schwindelig. Ich frage mich, ob ich gegen etwas allergisch bin. Wer weiß. Du erhältst einen Sonnenblumenkern. Das macht 11 Kerne. Digidugi. Du hast einen Stein erhalten. Oh, Hamtaro. Fang mich doch, Hamtaro. Auflauf. Du hast eine Eiche erhalten.
Komm, dann reden wir nochmal mit dem Baum. Dann einmal baut's. Eine Duftmarke. So, so. Hamha. Hamha, hey, warum hast du mich aufgeweckt? Ich habe davon geträumt, wie mein Schnuckiputz aussehen wird. Auf welchen Typ Hamster ich stehe? Ich glaube, ich mag Hamster, die mega cute sind. Ja. Mega cute bedeutet groß. Bijou? Wenn du ein Mädchen meinst, das ein Band trägt, das ist eben an mir vorbeigerannt. Also muss man in diese Richtung. Paka, paka. Das war hart. Fritzi. Glänzende Krallen. Auf Lauf. Und dann noch einmal. Haben wir schon Mods gemacht? Ich habe ja nicht. Und Hilfe. Du hast eine Eiche erhalten. Okay. Boats. Marienkäfer. Hilf. Hatschi. Okay. Hammer. Jemand zu Hause? Oh ja, klar, Hamha. Was machst du an einem Ham-Solo-Platz wie diesem? Ham-Solo? Ham-Solo. Einsam. Du hast ein neues Wort gelernt. Ham-Solo. Oh ja, klar, Hamha. Ach, komm doch herein, komm. Okay, gut, gut, fein. 100 years later. Der Blick. Sie hat viel zu erzählen. Okay, dann gehen wir jetzt hier nach oben. Hammer. Bautz. Nein, was tust du da? Hiff. Oh, Hammer. Die Blume duftet wunderbar, nicht wahr? Sie ist perfekt für einen Kutschi wie mich. Kutschi bedeutet niedlich, okay. Die Animation ist immer wieder so super. Im Solo Mega Q. Wie kannst du es nur wagen? Ich bin nicht fett. Am Solo? Oh, ich hoffe, du findest sie bald. Gucci? Denkst du? Sicher denkst du das? Okay. Du hast einen Sonnenblumenkern gefunden. Nein, es war nur eine Krille. Das fehlt, okay. Hier geht's weiter. Wo lande ich denn links? Na, diesmal nicht hohe Schrecke. Krille. Okay, das Gebiet ist schon mal groß, würde ich mal sagen. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang.
Komm schon. Digidugi. Na klasse. Okay. Diese Löcher darf ich nicht benutzen. Oh nein, man hat mich gefunden. Juhu, was machst du denn jetzt wieder hier? Bin ich falsch abgebogen? Muss ich doch zuerst nach links? Ja, aber erstmal oben lang. Okay, diese Löcher darf ich nicht berühren. Bautz. Autsch. Boah, der Baum fing plötzlich an zu schwanken. Bist du in Ordnung? Oh, upsi. Sorry. Okay. Du hast ein neues Wort gelernt. Upsi. Okay. Bin ich nur für das Wort hierher gekommen? Ach, oh nein, du hast mich entdeckt, Hamtaro. Hamtaro versucht mich zu fangen. okay. Digidugi? Du erhältst 5 Sonnenblumenkerne. Das macht 16 Kerne. Hui. Paka paka. Das ist steinhart. Auflauf. Ich bin ja so beschäftigt. Können wir später reden? Nö. Juhu. Juhu bedeutet Freude. Du hast ein neues Wort gelernt. Juhu. Hey, das gehört mir, klar? Hamha. Diese Kirche gehört mir allein. Ich habe sie zuerst gefunden. Wow, ich kann dir das nicht so einfach geben. Ich würde es gegen das tauschen. Hiff, hiff. Die gehört mir. M-I-R. Okay? Aber wenn du das besitzt. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Da ist doch was. Aua, wo kam das denn her? Weißt du was? Die Eichen in diesem Wald, die sind hier. Lecker. Okay. Yum, yum, yum. Ich behalte sie als Souvenirs. Hey, du hast da eine Eiche. Ich biete dir Sandblumenkerne dafür. Na gut. Du hättest 20 Sonnenblumenkerne. Wow. Dankeschön. Hamha. Viel zu sehr mit der Suche nach Eichen beschäftigt. Oh, Taube. Hamha. Gurgur. Wenn du ein Mädchen zum Weinen bringst, musst du dich wie verrückt entschuldigen. Gurgur. Hilfe? Es riecht nach Taube. Wer hätte das erwartet? Okay, da ist Bijou. Da glitzert es so. Digidugi. Wow. Oh nein, was ist los? Hamha. Hamha. Wie? Ich höre mich krank an. Nun, ich bin krank. Liebeskrank. Och, Zeus. Hiff, hiff. Bautz.
Wow, du hast recht. Bautz. Aber ich bin immer so nervös in ihrer Nähe. Bitte. Wie sie so ist? Nun, sie ist Klitzi-Q. Mit einem Liebesbrief einfach Bautz? Oh, du bist so clever. Was für eine gute Idee. Einen Moment. Ich hab's. Ich möchte diesen Liebesbrief dem Klitzi-Q-Mädchen geben, wenn ich es sehe. Aber kannst du es nicht für mich tun? Ein Liebesbrief. Ja, nachdem wir Bijou befreit haben. Gefunden haben. Falsches Spiel. Gut, aber ich würde jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Hamtaro Ham Ham Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.